Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Donnerstag, der 28. Mai und wir haben 14.44 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier anfange. In diesem Clip geht es um den Eurostoxx, habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Und diejenigen von euch, die schon häufiger auf irgendwelche Charts schauen, denen fällt auf den allerersten Blick Folgendes auf. Und zwar verglichen jetzt mit DAX, SMI, selbst in Spanien, wo auch immer, alle diese Indizes kämpfen bereits hier oben mit dem 61er Retracement von dieser gesamten Bewegung, die wir haben. Der Eurostoxx hat bisher mit heute lediglich mal das 50er geschafft. Das heißt, da ist, wie ich finde, ein erhebliches Nachholpotenzial von ganz grob bis zu 8%. Wir sind im Moment, handeln wir bei 3075,5. Wir sind plus 0,9%. Und der Markt bricht aus dieser Seitwärtsphase aus, die er hier ganz grob seit dem 6.4. hatte. Also ungefähr 6 Wochen. Da bricht er aus, da geht er drüber. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Wir sind noch nicht zu Ende, erst 17.36 Uhr, aber er schickt sich an, das zu tun. Folgendes muss man sagen, wenn man diesen ganzen Kurs hier sieht, das ist eine einzige Insel, denn wir haben hier am 5.3. haben wir noch ein offenes Gap. Das ist bei 3.368. Und nochmal, das ist also hier und wir sind erst hier unten. Wir haben noch eine Menge Platz. Wir sind da noch weit weg von der 200-Tage-Linie. Die liegt im Moment bei 3.395. Ich meine, der Eurostoxx hat ein gewisses Nachholpotenzial und auch vom MACD her weiter positiv. Und ja, die Stochastik, der Oszillator, gilt als überkauft, aber ich würde mal schätzen, das ist mittlerweile bei so, ja, ganz grob 85% aller Werte, nicht nur Indizes, sondern auch Einzelwerte. Ist das so? Und vor diesem Hintergrund nehme ich das jetzt gar nicht so eng. Der Chart ist immer wichtiger. Wenn der Index es heute am Donnerstag, dem 28. schafft, hier drüber zu schließen, also über dem letzten Verlaufshoch hier, das war bei 3014, dann hat er für mich definitiv mehr Potenzial als Risiko. Das Risiko in erster Linie tituliere ich so ganz grob 20-Tage-Linie. Und da suche ich mir auch den Schein. Ich habe euch einen mitgebracht von Goldman Sachs, einen unlimitierten Open-End-Schein. Und das ist dieser hier, 2849. Damit liegen wir unter der 20-Tage-Linie und unter dieser Kerze hier vom 22.05. 2849er Basis ist im Moment rund ein 14er Hebel und hat die Kennnummer Gustav Cäsar 4, Veronika Siegfried 5, GC4VS5. Das ist für die Leute, die denken, dass wir dieses Gap hier dementsprechend ausfüllen. Ist auch mein favorisierter Weg, muss ich ganz klar sagen. Bei den Shorts tue ich mich ein bisschen schwerer, die muss ich einfach weiter weglegen und das lege ich hinter das 61er, hinter die 3262 und da kommt mir der hier ganz gelegen. Das ist ein 13er Hebel mit der Basis 3313. Den würde ich eigentlich schon vorher stoppen lassen im Bereich 3280. Das muss ich dann schon machen. 3313 ist die Kennnummer CH0Q3B. Das ist für den Fall, dass er das nicht schafft und fällt unter die 20-Tage-Linie. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.